So, Dele, meine lieben Freunde der horösen Unterhaltung. Wir sind wieder hier bei Dead Space, Let's Play Dead Space, um genau zu sein. Und unser Protagonist atmet ganz schön schwer unter seiner Maske. Ich frage mich auch, warum du die aufgesetzt hast, aber gut, die anderen schaffen es auch ohne, aber du tust dich halt ein wenig schwer hier irgendwie. Keine Ahnung. Ja, wir haben uns hier wieder eingefunden und wir werden jetzt hier gleich mal durch diese Tür gehen und dann loslegen. Und zwar, um Folgendes zu tun: Wir hatten uns ja die Aufgabe noch gar nicht durchgelesen, was ich jetzt hiermit nachholen möchte, um noch nicht durch die Tür zu gehen. Sicherheitskonsole aktivieren. Es sollte hier irgendwo eine Sicherheitskonsole geben, an der ich einen Diagnosecheck der Systeme durchführen kann. Auf gut Deutsch, er möchte gucken, was hier eigentlich nicht stimmt, weil ja hier keiner ist, obwohl hier welche sein sollten. Sicherheitspersonal oder wie war das? Naja, keine Ahnung, die Frau, die macht da auch noch so ein bisschen rum, tut sie wenigstens so ein bisschen alibimäßig, als würde sie ja arbeiten, während ich hier alles voll quatsche. Ja, und wir legen dann wirklich verdammt nochmal los. Ich habe mich wieder hier hingesetzt mit Licht an und jetzt sogar die Jalousie halb hoch, also die eine zumindest, die hintere. Die vordere, das traue ich mich nicht, weil wenn ich hier losschreie und so weiter und die ganzen Leute mich von draußen sehen, die halten mich ja auch für verrückt. Vor allem, weil ich nebenbei noch in ein Mikrofon quatsche und mit mir selber rede. So sieht es zumindest aus. Ja, wir öffnen diese Tür. Ach, herrje. Warum liegt hier rote Farbe? Und warum ist hier das Licht so komisch? Was ist hier passiert? Ja, das ist zumindest sehr vertrauenserweckend. Der gute Isaac Clarke, der kommentiert das gar nicht, sondern atmet einfach weiter schwer vor sich hin, wie so ein alter Mann oder so ein Kettenraucher, so ein richtiger sogar. Also so ein richtig heftiger Kettenraucher, meine ich. Laden, Schadensbericht, Laden, Fragezeichen. Nee, lieber nicht, aber wir müssen ja, ne? Was wackelt denn da hinten so? Sind das irgendwelche Schatteneffekte? Naja, ich muss jetzt irgendwie noch, ja, irgendwas hier noch beschreiben. Was könnte ich denn jetzt hier noch beschreiben? Nein, keine Ahnung. Ja, machen wir. Aufgabe erfüllt. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Ja. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Oh. Boah, ich habe schon was wieder Angst, obwohl ich weiß, was passiert. Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Filtersystem wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Ja. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Was denn? Zum Teufel! Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum. Oh. Du Typ da. Isaac, jetzt sag doch mal was. Helfer, Energie! Komm schon. Ja. Ach, neue Aufgabe hinzugefügt. Ja, das lesen wir uns nicht durch, würde ich sagen. Ja, Hilfe. Ja, ich glaube, wir sollen hier irgendwie fliehen oder keine Ahnung. Ach du Schande, jetzt lass mich doch mal hier in Ruhe quatschen. Ja. Ja, das habe ich vor, Mädchen. Ja, hier bin ich noch ein bisschen relaxter, weil ich weiß, dass wir hier nicht sterben können. Keine Ahnung, ich glaube. Das hier ist noch alles so schön gescriptet, hier kann man nicht sterben. Glaube ich. Hilfe. Isaac, jetzt mach doch mal was. Hier liegt eine Hand rum und ein Kopf. Glaube ich. Können wir ein bisschen durch die Gegend kicken? Oder auch nicht. Eigentlich kann man die doch kicken oder aufnehmen. Irgendwie habe ich sowas in Erinnerung. Hey, wir lesen uns mal eben die Aufgabe durch, die wir hatten. In Sicherheit bringen. Wir wurden angegriffen und ich wurde von Hammond und Kendra getrennt. Kendra, was für ein Name. Ich muss mir ein sicheres Versteck suchen. Ja, Tab verlassen. Und ich gehe mal eben auf Escape und muss mal eben kontrollieren, einmal, wie lange meine Aufnahme ist, weil ich gucken möchte, wie lange ich noch aufnehme und so weiter. Nicht, weil ich wieder fliehen möchte, sondern damit die Längen einigermaßen stimmen. Und dann wollte ich jetzt auch noch gucken, weil es ja ein bisschen lauter war wegen dem Monster, wie das jetzt mit den Audio-Settings ist. Im letzten Part war es ja ein bisschen sehr ruhig, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Und dann gehe ich lieber auf Nummer sicher, damit ihr auch hier das schönste Dead Space-Erlebnis haben werdet, was es nur gibt. Und wir haben Energie verloren. Naja, dazu später gleich mehr. Also für euch in ein paar Sekunden, aber ich verabschiede mich für ein paar Sekunden mehr, die ihr nicht mitbekommen werdet. Naja, ich labere wieder so viel. Lentilp, bis gleich.
So, da bin ich wieder. Ich vermag das jetzt irgendwie nicht zu beurteilen, ob das jetzt zu laut, zu leise oder was auch immer war. Schreibt einfach mal in die Comments, wie euch das gefällt. Also vom Ton her, nicht das Let's Play selber, das könnt ihr auch schreiben, aber vom Ton her, ob das eben bei der Szene mit der ganzen Musik und den ganzen Soundeffekten und so im Hintergrund, ob das mit der Stimme, ob das vom Gleichgewicht her so okay ist. Man kann mich zwar verstehen, aber ja, da gibt es ja auch mal so Vorlieben. Ich bin da auch ein bisschen sehr eigen und naja, schreibt einfach mal rein. Ich verändere dann vielleicht nochmal was oder auch nicht. Naja, einfach mal gucken. Ich glaube, da finden wir definitiv noch die richtige Einstellung. Wer heult denn hier so rum? Ja, das Dumme ist nur, dass ich den Anfang halt schon so ein bisschen kenne. Und dadurch ist das alles für mich gar nicht mehr so ganz fürchterlich, merke ich gerade. Deswegen muss ich vielleicht noch ein bisschen schauspielern hier die ersten Szenen, aber das kriegen wir irgendwie hin. Jetzt lass dich doch nicht so hängen. Aha, ein Plasma-Cutter. Zielmodus, schießen. Ja, kenne ich. Ah, so ging das, richtig. Ah, so ging das. Ah, okay, jetzt weiß ich es wieder. Aufstampfen, das. Oh. Wo hast du denn deinen Kopf gelassen? Hatte der nicht eben Kopf auf? Kopf auf, ganz richtig, Lenti. Kopf auf, so sagt man das. Wo hat er denn. Der hatte doch eben noch einen Kopf, ich bin mir verdammt sicher. Liegt der unter dir? Ja, naja, man kann jetzt auf jeden Fall aufstampfen und dann kann man jetzt hier zum Beispiel. Dann kann man hier zum Beispiel jetzt. Genau, das Bein abtrennen und vielleicht auch noch das andere. Und vielleicht auch noch einen Arm. Wenn das vielleicht irgendwie geht. Ja, und den anderen, den kann man dann auch noch fachmännisch entfernen irgendwie. Doch, das geht. Das muss ich ja jetzt hier einfach nur demonstrieren. Hat ja fast geklappt. Ja, jetzt hat's geklappt. So, und so kann man halt die ganzen Gegner zerteilen. Halt auch die richtigen Gegner, nicht halt die Menschen, aber ich musste es halt jetzt gerade irgendwie zeigen. Dafür bist du gestorben, das war dein Lebenssinn, damit ich hier so ein bisschen demonstrieren kann. Jetzt schrei doch nicht im Hintergrund so rum, ich muss hier ganz in Ruhe doch kommentieren können. So, was liegt denn hier? Ein Medipack, das finde ich gut. Und hier liegen 1000 Credits. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das Medipack nehmen sollte oder nicht. Cut off their limbs. Ja, super, wenn ich jetzt Englisch könnte und wüsste, was Limbs nochmal waren. Dann könnte ich euch was sagen, aber irgendwas wurde halt rausgeschnitten. Limbs, sind das Lungen? Ich weiß es nicht. Ich möchte auch nichts Falsches sagen. Ich habe ja hier auch einen gewissen Bildungsauftrag und wenn ich was Falsches sage, komme ich dem ja nicht so ganz nach. Plasmaenergie, das war, das weiß ich auch noch, das war auf jeden Fall die Muni hier für unsere Waffe, die wir haben. Aber wir haben jetzt nicht ohne Grund eine Waffe, die brauchen wir, glaube ich, auch. Aber irgendwie konnte man, glaube ich, auch die Waffe drehen. Dass man irgendwie, dass die Punkte irgendwie so in einer Reihe waren. Wie ging das denn? Ich weiß es nicht mehr. Schreibt es mal in die Comments, wenn euch das einfällt. Und ich habe schon wieder nicht geguckt, wie lange ich aufnehme. Jetzt muss ich das, jetzt schätze ich das einfach ab. Ist mir gerade egal. So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Was sagt er die ganze Zeit? Er kann nicht mehr und Hilfe, verstehe ich. So. Ein Rätsel. Was müssen wir nun tun? Ich gehe mal ein wenig auf Sicherheitsabstand. Richtig. Einfach mal draufschießen, wo es blitzt. So, jetzt machen wir mal die gar nicht gefährlich anmutende Tür auf. Uah. Uah. Das treff doch mal. Ih. Ich treffe auch gar nichts. So. Ach, das ging ja noch irgendwie. Hab ja nur irgendwie 6 Schuss verbraucht. Am Anfang war ich dann noch nicht so relaxed. Da habe ich dann immer irgendwo anders hingeschossen. So. Jetzt, das hier ist so ein komisches Ding. Jetzt mach doch mal den Mund zu. Ist ja ganz unanständig hier. Ja, und die sehen halt richtig eklig aus, sind sie auch. Mit dem guckt da irgendwie einen Knochen an, hier ist seine Hand. Naja, die will ich nicht mal zertreten, das ist irgendwie ein bisschen eklig. Und die müssen wir auch nicht zertreten, ist ja nicht wie. Wo ist denn der, der die ganze Zeit so rumgekläfft hat? Bist du das? Bist du tot? Testen wir mal. Ja, jetzt definitiv. Auf jeden Fall hat er nicht geschrien, also ich glaube mal, dass er dann tot war. So. Jetzt gehen wir mal hier vorsichtig, ja vorsichtig vor allem, um die Ecke. Vorsichtig um diese Ecke. Haben wir eigentlich noch dieselbe Aufgabe? Hä? Ah ja, doch, haben wir. Ich dachte gerade.
Irgendwie die Geräusche, die auf, wenn ich man die auf dem Kopfhörer hört, hören die sich irgendwie noch gruseliger an. So. Ich glaube, nach links war falsch. Wow! Wow! Wieso kommt da einer? Wow. Wie kommen wir denn da an die Kiste? Ja. Ich meinte, ich dachte, der kommt auf den mittleren Schwierigkeitsgrad nicht. Ich hatte das so in Erinnerung. Aber anscheinend kommt der doch. Den habe ich nun mal irgendwann nicht. Ja, danke schön. Sammeln Sie Erste Hilfe, bla 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 blub. Meine Gesundheitsanzeige ist hinten. Danke, das weiß ich. Wäre ich jetzt schon gestorben, hätte die mir super weitergeholfen. Ja, eh, aufheben. Ja, manchmal sieht man die Gegner auch nur, dann greifen sie einen gar nicht an. Das ist halt dann einfach nur, um mir Angst zu machen. Das Spiel ist da ganz gut drin, mir Angst zu machen. Was sind da Credits? Ein Audiolog. Hier spricht Benson. Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den... Achtung! Zurück! Zurück! Ja, von diesen Audiologs, das sage ich jetzt mal ganz sachlich, da finden wir noch einige im Spiel. Auch Textlogs gibt es, glaube ich, auch. Und dann muss man halt ein bisschen Texte lesen. Da erfährt man halt mal so einiges. Jetzt zum Beispiel, dass die sich durch die Lüftungsschächte bewegen. Jetzt habe ich gerade schon nach einem gesucht über uns. Da bewegen die sich tatsächlich. Manchmal sieht man sie dann nur und dann kann man sie schon erledigen. Aber wenn man nicht aufpasst, dann springen sie einen auch von hinten gerne mal an. Und dann muss man ganz schnell E drücken. Und ja, das sehen wir bestimmt nochmal. Wow. Das macht mir doch keine Angst, Spiel. Verdammte Kacke. Ja. Uah! Mann! Isaac? Isaac! Gott, kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Ja, ich bin halt richtig krass drauf. Isaac, da war noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Ach, da stehen sie sogar. Wenn sie auf mich hören, werde ich sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Wer bewegt eigentlich die Kamera? Ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist. Alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie, Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nico zu finden. Ah ja, ich darf wieder die Drecksarbeit machen, ne? Das war ja klar. Ja, das steht da auch, Mädchen. Stimme aus dem Hintergrund, das musst du mir eigentlich auch noch sagen. Aufgabe ändern können wir auch mit E. Also Aufgabe ändern heißt nicht, dass wir dann die Aufgabe nicht bearbeiten können, wenn wir halt eine andere ausgewählt haben. Aber dann zeigt der Lokalisierer halt woanders hin. Aber jetzt haben wir gerade, glaube ich, auch nur diese eine Aufgabe. Wäre mir zumindest nicht bekannt, dass wir noch eine hätten. Defekten Waggon ersetzen. Ein defekter Monorail-Waggon blockiert das gesamte System. Scheinbar sollte er in die Monorail-Werkstatt, allerdings wurde er nie von den Schienen geschafft. Wenn ich jetzt wüsste, was eine Monorail... Ach nee, Monorail ist irgendwas mit Bahn, Bus... Ja, ne Quatsch, Bus. Halt so eine Bahn, irgendwie sowas ist das. Ach, hier liegt Geld drin. Das hätte ich auch mal gern, solche Fächer, wo einfach mal Geld drin liegt. Oder 1800... Naja, Credits. Was sind Credits denn? Was ist denn das für eine Währung? Also jetzt umgerechnet in Euro weiß das ja keiner, ne? Eine Platine wird benötigt. Ja, die müssen wir bestimmt finden. Isaac, jetzt atme doch nicht so schwer, ey. Das nervt ja. Ist ja nicht mehr auszuhalten mit dir hier. Ich bin noch irgendwie überrascht, wie locker ich das hier gerade die ersten Szenen irgendwie durchspiele. Ja gut, ich habe jetzt zweimal ein wenig aufgeschrien, aber das ist zehnmal besser als die ersten Versuche. Ja, das Gute ist halt noch für mich, dass ich den Teil hier kenne. Das Schlechte ist für euch, dass das jetzt dann ein bisschen langweilig vielleicht ist oder nicht so wie erwartet. Aber das ändern wir noch. Das wird noch früh genug anders sein, sage ich euch. Annehmen, ja. Ich möchte überschreiben. Dann lass mich mal eben sehen, wie viel Zeit jetzt schon wieder draufgegangen ist. Ach, so viel schon wieder. Ich glaube, ich ziehe das hier auch unnötig in die Länge, weil ich immer so viel labere. Auch in irgendwelchen Bildschirmen. Ach, unser Inventar könnten wir einmal auch mal aufrufen. Ja, hier ist unser Inventar. Da sehen wir unsere ganzen Medipacks. Ach, da kann ich eigentlich einen nehmen, ne? Wie geht denn das mit E? Ja. Ja, zweimal muss man drücken. Habe ich jetzt ein kleines genommen oder ein großes? Hoffentlich nicht. Und das hier ist Munition für den Plasma-Cutter. Haben wir nur noch 11 Schuss?
Ich hoffe zusätzlich zu unseren 10 hier. Und nicht abzüglich. Ach du Schande, das wäre ein bisschen knapp vielleicht, ne? Vor allem bei meinen Skills hier, wie man zielt. Ach, das hätte ich... Kann ich das jetzt eigentlich schon sagen? Das Spiel verrät es eigentlich erst später. Aber bei den Gegnern ist es halt nicht so wie in anderen Ego-Shootern. Deswegen, falls ihr euch beschweren wollt, dass ich den Gegnern doch verdammt nochmal einen Kopfschuss verpassen soll. Nee, genau so funktioniert es nämlich hier nicht. Am schlausten ist es halt, die Gliedmaßen abzutrennen. Ja, richtig gehört. Deswegen schieße ich auch gezielt auf die Beine oder halt, wie im Fall eben, habe ich versucht, die Arme zu treffen, damit der halt schneller stirbt. Man kann auch im Körper zielen, aber das verbraucht dann halt unendlich mehr viel Schuss. Nee, Quatsch, das war kein schlauer Satz. Ungleich mehr Schuss und das geht halt einfach nicht, weil hier Munition echt rar ist. Das ist echt begrenzt hier, deswegen muss ich da schon ein bisschen mit haushalten. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Hilfe. Ich bin irgendwie abgeneigt, weiterzugehen.